Der Mensch, glaube ich, wird sich nicht so leicht verändern. Das muss man ganz nüchtern sehen. Wir haben 200.000 Jahre Homo sapiens. Also das bisschen, was wir bis jetzt an digitaler Revolution haben, das wird uns nicht wirklich an die Substanz gehen. Aber was sich natürlich verändert, ist unser Selbstbild. Wie ordnen wir uns in der neuen Gesellschaft ein? Ganz zentrale Frage wieder, wie sich die Arbeitswelt verschiebt. Wenn Erwerbstätigkeit und Arbeit nicht mehr zusammenfällt, wie definieren wir unseren Stellenwert in einer Gesellschaft über Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende, den Stellenwert des Menschen mit seiner Arbeitsleistung, mit seiner Produktivität verknüpft haben? Wenn wir jetzt die Produktivität an die Maschinen verlagern, und zwar nicht nur die manuelle Produktivität, sondern wir sind ja längst dabei, mit lernfähigen Systemen, mit den beginnenden künstlichen Intelligenzen, das auch für intellektuelle Arbeit, für geistige, also die White-Collar-Workers, wenn wir das alles dorthin verlagern, wo definieren wir uns als Menschen und den Wert, unseren Stellenwert in unserer Gesellschaft?